Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir uns die Bitcoin Group Aktie anschauen. Ich glaube nämlich, für viele Bitcoin-Fans oder beziehungsweise Anleger, die gerade am Überlegen sind, in Bitcoin zu investieren, könnte die Bitcoin Group die deutlich interessantere Alternative sein. Die Krypto-Fans unter euch werden es schon wissen, hinter der Bitcoin Group steckt vor allem die Firma Bitcoin.de. Bitcoin.de, das ist die größte Krypto-Handelsplattform in Deutschland. Die ist zwar mit ihren 900.000 Mitgliedern international eine kleine Nummer, die findet eigentlich quasi nur in Deutschland statt, aber hier hat sie einen exzellenten Ruf und gilt als sehr seriös und zuverlässig. Nun mal so zum Vergleich, die größte Handelsplattform der Welt für Kryptowährungen, die sitzt in den USA und hat 35 Millionen Kunden. Also nochmal ein ganz anderes Level. Trotzdem, ich finde das Geschäftsmodell von denen einfach sehr interessant. Die sind so ein bisschen wie eBay aufgebaut. Die vermitteln zwischen Käufern und Verkäufern des Bitcoins. Die machen im Gegensatz zu vielen anderen Handelsplattformen, die es beim Bitcoin und bei Kryptowährung generell gibt, keine Geschäfte auf eigener Sache. Also wirklich einfach nur Vermittlung zwischen Käufer und Verkäufer. Dafür kriegen sie dann eine Provision von 1%. Ein halbes Prozent vom Käufer und ein halbes Prozent vom Verkäufer. Handeln kann man auf bitcoin.de, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold und Ethereum. Und genau das finde ich hier gerade so spannend, weil man wettet ja einfach nicht nur auf irgendeine Kryptowährung, sondern man wettet auf Kryptowährungen langfristig. Ich bin mir sicher, langfristig werden sich Kryptowährungen durchsetzen. Doch gerade beim Bitcoin sehe ich gerade durchaus starke Anzeichen für eine Blase. Deshalb kann ich aber trotzdem verstehen, wenn viele Leute sagen, ich möchte hier trotzdem irgendwie mitspielen. Und für die Leute ist das ja, glaube ich, wirklich spannend. Weil die Bitcoin Group verdient eben nicht nur Geld, wenn der Bitcoin jetzt irgendwie steigt, sondern sie verdienen halt eben auch Geld, wenn die Umsätze hoch sind, aber der Bitcoin sinkt. Weil am Ende ein Broker, ein Marktplatz für Kryptowährungen, die verdienen jetzt ja nicht nur Geld, wenn der Bitcoin jetzt besonders hoch steht, sondern einfach, wenn die Umsätze da sind. Denen geht es ja um die Umsätze und nicht darum, wie hoch die stehen. Von daher glaube ich durchaus, dass man hier ein echtes Zukunftsmodell hat, weil ich bin mir sicher, langfristig wird man auch immer mehr und mehr Kryptowährungen handeln. Ich glaube nicht, dass wir jetzt bald einen großen Crash haben und dann ist das Thema mit Kryptowährungen durch. Ich glaube durchaus, langfristig wird immer mehr und mehr gehandelt werden. Und hier ist man dann einfach verdammt gut aufgestellt in einer richtig guten Nische. Man ist hier gerade in Deutschland, man gilt als seriös, man hat einen guten Ruf, man gilt als zuverlässig und sicher und immer mehr Leute, die mit Kryptowährungen handeln. Davon kriegt man dann eine prozentuale Beteiligung, eine Provision halt eben. Und da glaube ich durchaus, dass es hier nicht nur mal so ein halbes Jahr, irgendwie ein 6-Monats-Effekt ist, wo man viel Geld verdient, sondern dass das durchaus eine langfristige Geschichte sein kann. Betonung auf kann, nicht muss. Denn Kryptowährungen bleiben natürlich, da darf man sich nichts vormachen, ein hochspekulatives Instrument zum Investieren bzw. Spekulieren. Doch die Bitcoin Group, die macht schon wirklich Gewinne. Das ist ja immer so ein Vorwurf gegen den Bitcoin, da steckt nichts drin, da steckt nichts hinter. Bei der Bitcoin Group sieht das durchaus anders aus. Die haben im ersten Halbjahr 2020 70 Cent pro Aktie verdient. Die Aktie steht gerade bei ungefähr 57 Euro. Und ich gehe mal davon aus, im zweiten Halbjahr, da war der Halbjahr nochmal deutlich höher, da werden sie deutlich mehr Geld verdient haben. Doch wenn wir alleine mal das erste Halbjahr 2020 heranziehen, dann haben sie ein KGV von 41. Das finde ich nicht besonders niedrig, gerade weil, wie gesagt, wenn man das zweite Halbjahr noch einbezieht, die Ergebnisse werden jetzt ja auch irgendwann rauskommen, dann wird das KGV deutlich niedriger liegen. Plus, man hat Kryptowährung für über 90 Millionen Euro. Das entspricht gut ein Drittel des Börsenwertes. Wenn man das noch so runterrechnet, und dann wäre man, also wenn man die voll anerkennt, dann wäre man bei einem KGV von um die 27. Das heißt, man ist auch noch indirekt, was heißt indirekt, man ist sogar ziemlich direkt auch noch in Kryptowährung investiert. Allerdings etwas runtergehebelt, nicht hochgehebelt, sondern runtergehebelt. Das ist auch so eine Sache. Viele Anleger, die wollen ja in Kryptowährung investieren, aber denen ist das Risiko ein bisschen zu hoch und ihr habt ihr sozusagen ein bisschen runtergehebelt. Das ist, glaube ich, für viele Anleger wirklich ganz spannend. Und wenn die jetzt schon Gewinne machen und ihr daran glaubt, dass Kryptowährungen sich langfristig durchsetzen werden, dass die immer mehr und mehr gehandelt werden, dann habt ihr durchaus kein zu teuer bewertetes Unternehmen, trotz des enormen Kursanstiegs in den letzten Monaten. Schauen wir uns doch jetzt einfach mal den Chart von denen an. Hier sind wir jetzt auf dem 5-Jahres-Chart der Bitcoin Group. Der absolute Höhepunkt war 2018, bei 80 Euro standen die. Ihr seht ja auch schon direkt am Chart ganz gut, Bitcoin Group und Bitcoin gehen schon durchaus relativ Hand in Hand. Danach, als der Bitcoin gecrashed ist, ging die Aktie natürlich auch gut nach unten. Jetzt eine wahnsinnig hohe Volatilität. Der absolute Tiefpunkt war dann bei 15 Euro. Hier dann nochmal eine ordentliche Gegenbewegung, das lag dann auch am Bitcoin selber. Und jetzt relativ lange eine Seitwärtsbewegung, bis wir hier im Oktober einen richtig krassen Ausbruch nach oben hatten auf 70 Euro. Jetzt hier so ein kleiner Rückgang auf 56,90 Euro. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen vergleichen,
beim Höhepunkt 2018, beziehungsweise hier noch 2017, glaube ich, da war der Bitcoin bei rund 20.000 und die Aktie stand bei 80 Euro. Jetzt steht die Aktie hier bei 56,90 Euro und der Bitcoin steht aber so auf ungefähr, ich glaube, 33.000 sind wir jetzt gerade. Das heißt, wenn man das jetzt vergleichen würde, daran gemessen und auch an dem Portfolio, was man selber in Kryptowährung hat, ist die Aktie jetzt gerade nicht teuer bewertet. Klar, da war natürlich der Mega-Hype, jetzt haben wir auch gerade einen Hype, deshalb schwierig zu vergleichen, aber man kann es jetzt zumindest mal heranziehen. Also man sieht hier natürlich auf jeden Fall, Bitcoin und Bitcoin Group gehen relativ Hand in Hand und die Volatilität ist wahnsinnig hoch, das muss ich euch ja nicht sagen. Hier natürlich, hier wird einem so ein bisschen ungemütlich, wenn man sich das anguckt, wie schnell die Aktie hier nach oben geschossen ist. 57 Euro auf jetzt 56,90 Euro, also in relativ kurzer Zeit verdoppelt. Doch, ich muss sagen, hier fand ich die auch eigentlich zu günstig bewertet. Weil da waren die bei einem KGV von ungefähr so 16, 15, aber nee, das ist, stimmt jetzt nicht ganz, aber ungefähr die Hälfte, da sind wir bei gut 20. Also bei einem KGV von gut 20 und trotzdem noch das viele Geld in Kryptowährung. Und dafür muss ich sagen, da waren sie einfach zu günstig. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich da nicht auf die Aktie aufmerksam geworden bin, weil dann hätte ich sie mit Sicherheit gekauft. Da muss man sagen, hier waren sie für mich zu günstig und ob sie jetzt zu teuer sind, das würde ich mir gar nicht anmaßen zu beurteilen. Wenn Kryptowährungen weiter gut laufen, wenn die Umsätze auf einem Level bleiben und noch weiter ansteigen, was ich nicht ausschließen möchte, klar, Bitcoin kann crashen, kann passieren, aber langfristig werden Kryptowährungen auf jeden Fall bleiben und da selbst, wenn wir mal von den Reserven, die sie haben, von gut 90 Millionen Euro absehen, wir haben hier immerhin ein Unternehmen, was relativ gemessen am KGV günstig bewertet ist. Die Marktkapitalisierung, die liegt jetzt gerade bei, ich gehe kurz drauf, 265,50 Millionen Euro, davon mehr als 90 Millionen Euro Krypto, ich weiß nicht. Aber gehen wir jetzt auch mal ein paar Risiken durch, wir wollen jetzt ja nicht zu positiv werden. Also ein Risiko ist auf jeden Fall eine Preisschlacht an Provisionen. Wir kennen es ja bei den ganzen Aktienprovisionen, die sind immer weiter runter und runter gegangen. Früher hatten wir da auch mal 1% Provision pro Aktientransaktion, das sieht heute ganz anders aus. Ich möchte das nicht ausschließen, dass das auch bei Kryptowährungen der Fall ist. Ich bin jetzt nicht der Mega-Krypto-Experte, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, das ist für mich auf jeden Fall eine reelle Gefahr. Zweite Gefahr, eine potenzielle Gefahr, wäre Sicherheitsprobleme. Das kann ich schlecht einschätzen, aber nehmen wir einfach mal an, die hätten auf bitcoin.de irgendwelche Sicherheitsprobleme. Was würde natürlich passieren? Die Anleger würden ihr Geld alle abziehen und würden ihr Geld auf anderen Krypto-Seiten anlegen. Das ist eine Gefahr. Die schätze ich als relativ niedrig ein, aber sie ist durchaus vorhanden. Das größte Risiko, was man hier vermutlich bei der Aktie hat, ist die potenzielle Regulierung, die noch kommen kann. Weil ganz klar, den Staaten gefällt natürlich nicht, dass die Macht bei so einer Kryptowährung nicht nur bei den Zentralbanken liegt, sondern halt eben bei den Anlegern selber, bei dem System, das dahinter steckt. Und wenn da jetzt eine krasse Regulierung kommen würde, dann hätte das natürlich auch Auswirkungen auf die Aktie. Ob das passiert? Ich bin da kein Experte, das muss jeder für sich selber einschätzen. Das Risiko muss man nur auf jeden Fall kennen. Wenn der Staat da ordentlich draufhaut, dann hat das auf bitcoin.de bzw. auf Bitcoin Group auf jeden Fall krasse Auswirkungen. Ansonsten, was ich so ein bisschen überraschend fand, als ich da bei den Investor Relations drauf gestoßen bin, wo ich mir so gedacht habe, das kann doch eigentlich gar nicht sein, die hatten im ersten Halbjahr 2020 nur 27 Mitarbeiter. 27 Mitarbeiter. Das entspricht einem Wert vom Mitarbeiter zu Marktkapitalisierung von rund 10 Millionen. Ist mir schon klar, dass man das nicht immer so machen kann. Trotzdem, ich finde es schon richtig krass. Und im letzten Jahr, da hatten sie gerade mal 13 Mitarbeiter. Da habe ich mir schon so gedacht, hoffen wir mal, dass nicht allzu viele Leute krank werden. Das ist schon so ein Wert, wo ich mir denke, eigentlich in so kleine Firmen möchte ich jetzt nun wirklich nicht investieren. Auch die Gründer, wie das alles stattgefunden hat, ist ganz lustig. Das ist ein ehemaliger LKW-Fahrer gewesen, der 2011 sich erstmal die Domain gekauft hat, bitcoin.de, und das dann alles so selbst so hochgezogen hat. Das ist jetzt ja erstmal nicht schlimm so, ne? Also LKW-Fahrer ist ja ein ehrenwerter Job, auch ein wichtiger Job. Doch wenn ich mir jetzt so meine anderen Analysen mal so in Erinnerung rufe, wenn ich mal eine Bayer analysiert habe oder eine SAP, dann waren das mit Sicherheit keine ehemaligen LKW-Fahrer, sondern ich sag mal so Prototyp-CEO, war auf einem Schweizer Internat, danach Harvard, Oxford und Cambridge und danach bei McKinsey und dann irgendwann CEO nach 20, 30 Jahren. Das ist schon sehr atypisch. Irgendwie finde ich es ganz cool. Andererseits, man hat natürlich so ein bisschen so einen Unsicherheitsgedanken. Das fühlt sich erstmal so ein bisschen komisch an. Trotzdem,
grundsätzlich ein cooler Typ. Wer das geschafft hat, erstmal Respekt. Da gibt es auch noch eine andere ganz lustige Geschichte dazu. 2012, da war der Gründer in einem Kryptoladen in Berlin. Da gibt es so ein Restaurant, also wo damals schon 2012 Kryptowährungen angenommen wurden. Und da hat er für 15 Bitcoins gegessen. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat da wirklich für 450.000 Euro im Nachhinein gegessen. Jetzt ganz lustig. Damals konnte da natürlich noch keiner wissen. So, das sind für mich so die wichtigsten Sachen, die man über die Bitcoin Group wissen muss. Relativ geringes KGV, wie ich finde. Sehr viel Geld in Kryptos. Also ihr seid auch selber in Kryptos investiert. Das kann man als Vorteil oder als Nachteil auslegen, je nachdem, wie man halt möchte. Das wäre mir persönlich ein bisschen zu viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist diese Aktie viel zu riskant. Die passt überhaupt nicht in mein Beuteschema. Mir ist das alles viel zu heiß. Ich möchte mit diesen Kryptos noch nicht so richtig was zu tun haben, auch wenn ich an Kryptowährung glaube. Ich glaube einfach, so, man muss sich beim Spekulieren selber die Gedanken machen, bevor das Ganze groß wird. Zum Beispiel, wenn ich die Gedanken jetzt im Oktober gehabt hätte, wo die Aktie noch nicht den Ausbruch gehabt hätte, Glückwunsch, super, dann hätte ich jetzt eine tolle Rendite gemacht. Aber ich habe mir die Gedanken jetzt leider erst gemacht, nachdem mich andere darauf gebracht haben. Und dann ist jetzt halt so die ganz große Chance vorbei. Ich hoffe, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Dass ich jetzt nicht so auf den Zug aufspringen will, obwohl ich jetzt nicht sagen könnte, die Aktie ist zu teuer bewertet. Dafür kann ich das Ganze einfach zu schwierig einschätzen. Auf jeden Fall für die Leute, die sowieso in Bitcoin investieren wollten, da würde ich sagen, das hier kann schon eine spannende Sache für euch sein. Guckt euch das mal näher an, was ihr von dem Unternehmen haltet. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Wirecutting ist, das ist es auf keinen Fall. Auch wenn es eine kleine Klitsche ist, das muss man so sagen, bei 27 Mitarbeitern. Trotzdem seriöser Eindruck. Alle Kunden sind sehr zufrieden. Ich habe mir die Plattform auch mal angeguckt. Da sah wirklich alles sehr gut aus. Das kann man nicht anders sagen. Von daher, schaut es euch an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.